Ja, ihr Lieben, ich freue mich, euch wieder wach zu sehen. Alles verändert sich, aber unser Thema nicht. Es ist nach wie vor geblieben, Dukka und seine vielen Gesichter. Wir haben uns ja mit der Analyse des Daseins beschäftigt, wenn man so will, haben zwei Ansatzpunkte schon besprochen. Der eine war unter der Perspektive der fünf Daseinsfaktoren. Was hat Dukkha mit den fünf Daseinsfaktoren zu tun? Dann haben wir kennengelernt, was der Erwachte über die drei Dukkata, über die drei Leidhaftigkeiten sagt. Es bleibt sicher noch eine ganze Menge übrig, aber einen Schwerpunkt will ich noch herausgreifen. Stichwort die vier Nahrungen. Das sind unterschiedliche Perspektiven, die im Grunde das Gleiche sagen, nur eben andere Ansatzpunkte, dasselbe zu sehen. Da gibt es manche Überschneidungen, aber auch manches, was sozusagen jetzt in der Betrachtung neu ist. Der Hintergrund ist, dass das Leben nichts Statisches ist, sondern dass das ein dynamischer Vorgang ist, dass sich dauernd etwas tut. Und der Erwachte hat das unter dem Stichwort Ernährung fixiert oder uns plausibel gemacht. Es gibt ja den bekannten Satz, Sabbesata Ahara Titika, alle Wesen bestehen durch Nahrung. Und Ernährung ist, wenn man es gucken, allgemein fasst, eine Wechselbeziehung zwischen den Individuen, den Wesen und der Umwelt. Es ist immer ein Austausch zwischen beiden. Wir merken das ja an uns. Wir nehmen etwas von außen auf und geben auch wieder etwas an außen ab. Und wir könnten eigentlich gar nicht sagen, wir ernähren uns. Das ist eine konventionelle Ausdrucksweise, sondern eigentlich müsste man sagen, wir sind nichts anderes als ein Ernährungsprozess. Wobei uns das Thema Ernährung jetzt nicht allgemein beschäftigt, dazu haben wir keine Zeit, sondern wir sind ja fixiert auf den wesentlichen Aspekt, wo ist auch da der Dukkha-Aspekt? Und eins muss man vorweg noch sich klar machen, wenn wir jetzt von Ernährung, von Ahara sprechen, dann ist eben nicht nur das physische gemeint, was uns vielleicht sofort einfällt, sondern der Erwachte sagt, auch alles Psychische, alles Geistige ist auch nichts anderes als ein Ernährungsvorgang. Und das ist das, womit wir uns heute Vormittag beschäftigen. Und dieser Ernährungsvorgang ist, wie gesagt, vierfach. So, jetzt wollte man natürlich wissen, welche Formen von Ernährung nennt denn der Buddha? Es gibt vier Arten von Ernährung oder vier Arten von Nahrungen. Körperbildende Nahrung, Berührung, geistiges Innewerden, Bewusstsein. Und noch ein Satz, der den Bezug zu Dukkha gleich herstellt. Was irgend hier entsteht an Leiden durch Nahrung, ist all dies bedingt. Man kann sagen, dass Nahrung sowas wie die Generalursache ist dafür, dass es Dukkha gibt. Und man kann genauso sagen, dass der Ernährungsvorgang selbst nichts anderes ist als ein Ausdruck für Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit ist das will ich im Einzelnen jetzt mal einfach anschaulich. Ich fange da an, wo der Erwachte auch angefangen hat, bei der physischen Ernährung, bei der körperlichen Ernährung, weil uns das auch am allernächsten ist, weil jeder weiß, dass das in unserem Leben stattfindet. Und da gibt es, wenn man näher hinguckt, eine riesenlange Mängelliste, eine Dukkha-Liste, Minuspunkte, die man aufzählen kann. Das eine ist natürlich Ernährung, physische Ernährung ist immer mit Mühe und Anstrengung verbunden. Wir leben nicht im Paradies, wo alles da ist, sondern das, was wir aufnehmen und zu uns nehmen, muss produziert werden, es muss hergestellt werden, es muss verteilt werden, es muss verkauft werden, etc.
Dann, wenn wir es oder bevor wir es faktisch aufnehmen wollen, dann muss es auch in der Küche produziert werden. Nicht? Man muss es einkaufen, man muss es vorbereiten, schnippeln, muss es kochen, dann muss man es essen und nachher muss man das Ganze wieder entsorgen. Gewichtigerer Aspekt von Dukkha ist, wenn man nichts zu essen hat. Ja, also wenn Nahrungsmangel da ist, wenn der Bedarf nach Essen da ist, aber man hat nichts. Und die menschliche Geschichte besteht darin, immer und immer zu gucken, wo kriege ich das her, was ich zur Körpererhaltung brauche. Es ist im normalen Alltag schon eine Aufgabe, eine permanente Aufgabe und in bestimmten Zeiten, in Krisenzeiten, eine extreme Aufgabe. Der Mensch kämpft um das physische Überleben und das ist natürlich Dukkha. Bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, wo es um die materiellen Ressourcen einfach geht. Aber es gibt eine Menge von weiteren Mängeln, die sozusagen nicht so ganz so gravierend sind, aber im Umfeld durchaus interessant und wichtig. Eins zum Beispiel ist, dass es gesundheitliche Probleme mit Ernährung gibt. Nicht jeder verträgt alles. Heutzutage muss man gucken, kann ich das nehmen, kann ich das nicht nehmen. Und ganze Industrien sind mittlerweile entstanden, die sozusagen die einzelnen Bedürfnisse der Menschen bedienen, weil sie nicht alles einfach so zu sich nehmen können. Dann mehr individuell. Ja, man isst etwas, was da oben angeboten wird und merkt, schmeckt mir gar nicht. Ja? Mag ich nicht. Ich esse lieber was anderes. Die Köchin hat uns ja gesagt, eine Gruppe hat sich beschwert, weil das Essen hier so furchtbar ist. Und der Hintergrund war, es gab irgendwas mit roter Beete, ja. Und einer oder mehrere Teilnehmer konnten rote Beete nicht ausstehen. Und das Ergebnis war, das Essen hier ist miserabel, sprich Dukkha. So, dann haben wir noch einen schönen Aspekt. Ne? Schön passt eigentlich gar nicht. Alles, was reinkommt, muss auch wieder raus. Da sehen wir einen Aspekt von Dukkha, der uns gar nicht so angenehm ist, ja, oder ein Aspekt von Nahrung, der ist nicht angenehm, weil wir das wieder loswerden wollen. Und der Schnitzel, das wir mit großen Augen aufnehmen, das verschwindet, nicht so gern hingucken will und ist eher etwas eklig. Also von daher gesehen ist Ernährung immer auch mit einem etwas seltsamen Aspekt verbunden. Jetzt tue ich das alles mal beiseite und tue so, als wären diese Dinge gar nicht vorhanden, sondern der Ernährungsprozess würde da in optimaler Form sich vollziehen, so wie man sich das wünscht. Und trotzdem haben wir Dukkha noch lange nicht beseitigt, sondern die Grund-Dukkha-Haftigkeit kriegt man nämlich gar nicht weg. Und zwar deshalb, weil der Ernährungsvorgang von sich aus nie ein Ende nimmt. Also man kommt nicht zu einem Punkt, wo man sagen kann, so jetzt ist das erledigt, sondern kaum ist das vorbei, fängt im Grunde die nächste Schleife schon wieder an. Von sich aus findet der Ernährungsvorgang kein Ende. Es gibt keinen Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich endgültig gesättigt, endgültig befriedigt. Das hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, hat sich erledigt. Und letzter Punkt an der Stelle, die Nahrungsaufnahme, die Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme zeigt uns immer unsere Abhängigkeit. Wir sind nie autonom, wir können im Grunde nicht machen, was wir wollen, wie wir wollen, weil wir immer irgendwo am Tropf hängen, wir sind abhängig von etwas außen. Also, das sogenannte Ich existiert nie als Ich für sich, sondern immer nur in Abhängigkeit zu den Dingen, die wir von draußen aufnehmen. Und wenn die nicht da sind, ist das Ego sozusagen in einer schwierigen Situation. Und wenn es in schlechter Weise vorhanden ist, genauso. Ja, aber was macht man als Alternative? Erstmal gar nichts, weil man keine Alternative sieht. Man sagt ja doch, wir den Körper haben wir, den brauchen wir, da können wir nicht einfach auf Nahrung verzichten, weil das dann eher noch schlimmer wird. Es gibt Hunger, es gibt körperliche Krankheitserscheinungen und irgendwann sind wir tot, das wollen wir nicht.
Also müssen wir wohl oder übel das auf uns nehmen, die negativen Seiten akzeptieren. Und vor allen Dingen, das wissen wir ja auch, ist in einem relativen Sinne Ernährung auch mit einer Art von Genuss verbunden. Können wir ja nicht leugnen. Es ist da, bleibt in der Konsequenz, dass man wohl oder übel diesen ganzen Prozess in Kauf nehmen muss, weil wir keine Alternative sehen. Und was ich jetzt gesagt habe, ist etwa Wissensstandard eines normalen Menschen. Wenn der da hinguckt, wird er das feststellen. Also braucht es keinen Buddha dazu, um das zu sagen. Aber der Buddha nimmt das sozusagen als Einstieg, um uns zu sensibilisieren für das Thema, um dann zu sagen, Leute, das ist immer noch ein Ausdruck von Nichtwissen und Ahnungslosigkeit, weil ihr die tiefere Dimension, die tiefere Dukkha-Dimension von Ahara noch gar nicht mitgekriegt. Und da gibt es eine Lehrrede, wo der ganze Komplex von Ernährung, alle vier Aspekte deutlich dargestellt sind, auch mit schönen nahegehenden Gleichnissen. Das ist die berühmte Lehre Fleisch vom Sohn, S1263, die unser Matthias ja vor Zeiten auch mal übersetzt hat. Da belehrt der Erwachte seine Mönche und macht denen mal deutlich, was Ernährung eigentlich ist und welche Konsequenzen damit verbunden sind. Zum Text selbst erstmal. Und wie ist denn der Nahrungsstoff essbare Speise zu verstehen? Gerade so, wie wenn zwei Eheleute mit spärlicher Reisezehrung den Weg durch die Wildnis antreten. Und sie hätten einen einzigen Sohn, der ihnen lieb und wert wäre. Nun aber würde von den beiden Eheleuten, während sie in der Wildnis sich befänden, die spärlich bemessene Reisezehrung aufgebraucht. Sie ginge zu Ende. Sie wären aber aus dem übrigen Teil der Wildnis noch nicht herausgekommen. Nun aber käme den beiden Eheleuten der Gedanke, unsere spärlich bemessene Reisezehrung ist aufgebraucht, ist zu Ende gegangen und wir sind aus dem übrigen Teil der Wildnis noch nicht herausgekommen. Wie wäre es, wenn wir unseren einzigen Sohn, der uns lieb und wert ist, töteten, Dürrfleisch und eingepfeffertes Fleisch herstellten und, indem wir des Sohnes Fleisch essen, aus dem übrigen Teil der Wildnis herauskämen, damit wir nicht alle drei umkommen. Und nun töteten die beiden Eheleute ihren einzigen Sohn, der ihnen lieb und wert war, stellten Dürrfleisch und eingepfeffertes Fleisch her und kämen, indem sie des Sohnes Fleisch essen, aus dem übrigen Teil der Wildnis heraus, und sie äßen des Sohnes Fleisch und pressten es an die Brust, klagend: Wo bist du, einziger Sohn? Wo bist du, einziger Sohn? Also wir sehen, dass hier körperliche Ernährung aus einer ganz anderen Perspektive gesehen wird, wo es um nicht offensichtliche Aspekte von Dukkha geht, die aber immer vorhanden sind. Wir kriegen hier nämlich gesagt, dass der Ernährungsprozess kein harmloser Eingriff in die Umwelt ist. Dass wir uns von irgendwelchen materiellen Stoffen jetzt ernähren, die da so irgendwie herrenlos frei da rumschweben. Da ist keine reine an sich existierende Stofflichkeit, sondern diese Stofflichkeit draußen ist etwas, womit wir immer schon in dem Warnsystem des Samsara, in dem wir ja leben, immer schon in verschiedenen Zusammenhängen in Kontakt waren. Das heißt, das, was wir jetzt aufgreifen und essen oder trinken, war früher schon Teil unseres eigenen Körpers oder Teil des Körpers anderer Wesen. Wir essen also nie etwas Neutrales. Und beim Fleischverzehr kann man sich das gut und einfach plastisch vorstellen. Also das Huhn, das jetzt auf meinem Tisch liegt, war vor kurzem noch der lebendige Leib eines Tieres, war vor kurzem noch etwas,
wo ein Tier sagt, das bin ich oder das benutze ich als mein Lebensinstrumentarium. Heißt andererseits, wenn ich mich mit Fleisch ernähre, dann basiert mein Leben auf dem Tod anderer Wesen. Geht ja gar nicht. Das Tier, das jetzt als Schnitzel bei mir ist, ist das Leben, das physische Leben eines anderen Wesens vorher gewesen. Oder auch anders gesagt, wenn ich jetzt Spaß dran habe, Lust habe, etwas zu essen, was Fleisch in der Natur hat, dann basiert mein Genuss jetzt auf dem Fallbeil, das vorher auf ein Tier niedergegangen ist. So einfach sieht das aus. Das Ganze wird an einer anderen Stelle von dem Buddha noch vertieft, wenn er über die Allverbundenheit aller Wesen spricht. Das heißt, es gibt, so die Aussage des Erwachten, kein Wesen, das uns begegnet, von dem man nicht sagen muss, das war früher mein Vater, meine Mutter, meine Tochter, mein Sohn, Frau, mein Verwandter XY. Nicht ist ihr Bhikkhus ein Wesen zu finden, das nicht früher einmal Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter gewesen wären, während dieser langen Zeit des Daseinskreislaufs. Es meint eben nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Und da alle Wesen auf diese Weise miteinander verbunden sind, bedeutet das Fleischessen im Kern immer auch, dass ich das Fleisch und den Leib eines Wesens zu mir nehme, das mir früher einmal ganz nah verbunden war. Übrigens auch meinen eigenen Körper esse ich immer wieder mal. Das klingt für den Otto-Normalverbraucher erstmal verrückt, weil das ein Gedanke ist, den man so gar nicht nachvollziehen kann. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass wir wirklich ja in einem Warnsystem uns befinden, in einem Traumsystem, in dem andere Gesetzmäßigkeiten herrschen, als wir das uns normalerweise vorstellen, dann wird das Ganze irgendwo auch sinnvoll. Dann kann man das auch gut nachvollziehen. Nun gibt es dann manche, die sagen, okay, Junge, da bin ich fein raus, weil ich bin ja Vegetarier. Was habe ich mit meiner Mutter zu tun? Die war noch nie auf meinem Tisch. Oder ich habe auch noch nie in das Bein meiner Tochter gebissen oder sowas. Kommt bei mir nicht vor. Ja, das ist auch ein Irrtum. Weil selbst wenn ich einen Apfel esse, wenn ich eine Banane esse oder Wirsing oder was auch immer, geht das nicht ohne weiteres so ab. Nicht? Auch eine Produktion, eine landwirtschaftliche Produktion, die nur vegetarische Lebensmittel herstellt, nimmt keine Rücksicht oder nimmt wenig Rücksicht auf den Lebensraum von anderen Wesen. Also die Produktion nimmt in Kauf, dass Lebensraum verdrängt wird, wegfällt, dass bewusst oder unbewusst in diesem Vorgang der Herstellung von Lebensmitteln zahllose Wesen auch verloren gehen oder getötet werden. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, aber wenn ich vegetarisch esse, dann reduziere ich wenigstens den direkten Dukkha-Anteil an anderen Wesen. Das stimmt, aber man kommt insgesamt nicht aus der Nummer raus, weil auch jeder Rosenkohl, der auf meinem Teller ist, in diesem Warnsystem irgendwann einmal Teil eines Körpers, eines Wesens war. Weil es ja auch kein getrenntes System ist. Das Materielle, was wir Pflanzen nennen, das Materielle, was wir Tiere oder Menschen nennen, ist ja im Grunde auch nur eine Austauschmasse, wo das eine immer das andere auf Dauer ersetzt. Heißt auf Deutsch, wir kommen aus der Nummer insgesamt nicht raus, solange wir uns physisch ernähren oder ernähren müssen, besteht die Grundproblematik. Wir tun es zu Lasten oder und auf Kosten anderer Lebewesen. Nummer 2. Das erste war, glaube ich, eher nachvollziehbar, weil uns körperliche Ernährung ja vertraut ist als Vorgang. Aber ich sagte ja, dass der Buddha das Thema sehr viel weiter fasst. Und jetzt spricht er über eine Nahrung, die einem nicht jetzt unmittelbar als solche
ja, vor Augen stehen. Sagt nämlich, es gibt die Nahrung Berührung. Bedeutet, sagte das vorhin schon mal, dass dieser Austausch innen, außen nicht nur sich auf physisches, materielles bezieht, sondern auch das psychische und geistige einbegreift. So, jetzt müssen wir noch mal wissen, was ist Berührung in Pali Passa? Um es einfach zu sagen, ist der Kontakt von innen und außen, von Individuum und Umwelt. Das ist ein grundlegender psychischer Vorgang, der sich sozusagen, ja, es auch 24 Stunden vollzieht, der sich aber auf einer unbewussten, vorbewussten Ebene vollzieht, den man nicht unbedingt mitbekommt, diesen Vorgang. Aber daraus gehen drei Dinge hervor, die uns unmittelbar bekannt sind. Einmal die Welt der Gefühle, dann das, was wir Wahrnehmung nennen, und die Reaktion auf die Wahrnehmung, also das, was so Aktivität sind, Denken, Reden und Handeln. Oder wenn man das ein bisschen präziser noch betrachtet, erinnert euch vielleicht an das, was wir über die M18 gesagt haben. Passa, Berührung, ist das Zusammentreffen von drei psychischen Elementen. Die Wahrnehmungsfähigkeit, Drang nach Wahrnehmung, dann die entsprechenden Objekte und das geistige sich hinwenden zu den Dingen. Die drei zusammen machen das aus, was der Buddha Berührung nennt. Jetzt ist die Frage, was ist dabei Dukkha? Nicht? Wenn normalerweise kommt keiner auf die Idee zu sagen, das ist doch schlimm, sondern wir sagen, das ist doch genau, was unser Leben ausmacht. Wir wollen doch angenehme Gefühle haben. Wir wollen was Schönes erleben. Wir wollen auch was tun, was vernünftig und gut ist. Wo klemmt es da? Was ist da jetzt Dukkha? Und wie ist denn Nahrungsstoff Berührung zu verstehen? Gerade wie wenn da eine Kuh mit aufgerissener Haut bei einer Mauer steht. So würden die in der Mauer hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie bei einem Baum stünde, so würden die im Baum hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie im Wasser stünde, so würden die im Wasser hausenden Lebewesen von ihr zehren. Und wenn sie in der Luft stünde, so würden die in der freien Luft hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wo immer ja die Kuh mit aufgerissener Haut stünde, da würden immer die an der jeweiligen Stelle lebenden Tiere von dieser Kuh von ihr zehren. So, das Gleichnis lässt zunächst mal keinen Zweifel auf, dass Berührung schmerzhaft ist. Sagt nicht, dass es schmerzhafte Gefühle auch gibt oder schmerzhafte Berührungen gibt, sondern dass jede Berührung an sich schon unweigerlich Dukkha ist, schmerzvoll. Also wir können das gar nicht aussuchen, sondern das ist eine generelle Lebenssituation. Also es ist nicht nur gemeint, dass man etwas Unschönes sieht, dass man etwas hört, was einem nicht gut tut, dass man beleidigt wird oder Krach hört oder sonst was, sondern jeder Sinneskontakt, auch ein angenehmer, im Kern doch ein Schmerz ist. Gucken wir uns das Gleichnis nochmal näher an, um das auch zu realisieren. Also da ist erstmal eine Kuh. Kuh ist Sinnbild für alle Lebewesen im Karma-Bereich, und da können wir uns gern dazu zählen. Und die hat aber jetzt eine aufgerissene Haut. Heißt, sie hat eine offene Wunde, wenn man so will. Sie ist irritierbar, sie ist verletzlich, sie ist empfindlich. Und diese Empfindlichkeit ist gegeben im übertragenen Sinn, durch die Bedürftigkeit, durch die Wunschbehaftetheit der Wesen, durch die Triebe der Wesen, die in ihrem Körper sich manifestieren. Das sind die Tendenzen und Dränge. So, und diese offene Haut kommt aber jetzt in Kontakt mit der Umwelt. Und das sind die vier Beispiele. Das ist die Mauer, das ist der Baum, das ist das Wasser und das ist die offene Luft.
Das sind die vier Möglichkeiten, wie sich uns Materie zeigt, also die materielle Umwelt. Die Mauer ist das Feste, das Wasser ist das Flüssige, der Baum ist das, was wächst, was sich verändert, das ist das Feurige, das Wärmeelement. Was fehlt noch? Luft. Ja, Luft ist das Element der Expansion. Also wenn uns Umwelt begegnet, dann begegnet es uns als Materielles, und Materielles ist immer nur Erscheinungsform von diesen vier Grunddaten oder Grundmöglichkeiten. Aber die sind nicht nur einfach da, sondern die stürzen sich sozusagen auf die offene Wunde und nagen daran. Da kann man sich ja unschwer vorstellen, was das für eine Gefühlswelt ist, wenn du dauernd von irgendwas Äußerem attackiert wirst. Und da ist Kontakt nicht einfach nur eine Berührung, sondern es ist immer ein Schlag, es ist immer ein Stich, es ist immer ein Stoß. Und die Kuh, was macht die jetzt? Ja, die Kuh sagt, ach, hier an der Mauer, wo ich mich eben so schön gerieben habe, da tut's weh, also renne ich ins Wasser und da werde ich das da los von diesen Tieren an mir. Da rennen sie ins Wasser und da kommen andere Tiere, zerren an ihr rum. Was macht sie? Raus hier, ja, gehe ich an den Baum oder in die Luft, was auch immer. Irgendwas tut sich permanent. Heißt für uns, das ist ja unsere Lebenssituation. Hier ist es zu heiß, da gehen wir rein. Aber hier ist es zu kalt, da gehen wir wieder raus. Und dann waren wir, hier unten ist überhaupt nichts, also gehen wir hoch. Da ist aber auch nichts, dann gehen wir spazieren. Da scheint die Sonne so grell oder es regnet, dann gehen wir wieder ins Haus. Das ist unser Leben. Es ist immer, wird etwas an ja, Dauerbefeuerung auf uns abgeschossen und immer tut es irgendwo weh und immer reagieren wir, um das loszuwerden, aber wir werden es nicht los, weil diese Berührung ein existenzielles, fundamentales Problem ist, das wir im System überhaupt nicht lösen. Jetzt kommt vielleicht ein innerer Protest, hatte ich gestern schon mal angesprochen, ja, das ist ja wieder so das typisch einseitige buddhistische, alles tut weh, ist doch Quatsch. Okay, wenn ich zum Zahnarzt gehe und der bohrt, das ist eine Berührung, die wehtut, das akzeptiere ich ja. Aber wenn ich dann nach dem Zahnarzt nach Hause gehe und meine Frau umarmt mich, ist auch eine Berührung, aber das tut doch nicht weh, um Himmels Willen, das ist doch etwas sehr angenehm. Wenn ich die Treppe runterfalle und mir ein Bein breche, ist eine unangenehme Berührung, akzeptiere ich. Aber mein berühmtes Eis, jetzt kommt mein Spaghetti-Eis da, wenn ich das esse, das ist doch keine unangenehme Berührung. Das ist so die menschliche Argumentationsweise, weil wir eben nur aus einer bestimmten Erfahrungsschicht diese Dinge beantworten, weil die Reaktionen auf die äußeren Sinneskontakte individuell sind, sehr unterschiedlich sind und abhängig sind von den inneren Trieben. Ja, wenn ich nun mal die Neigung habe nach dem Spaghetti-Eis, so, und es kommt, muss ich aufgrund der Neigungen das subjektiv als angenehm empfinden. Das sagen aber meine Triebe, sagen, weil die stark sind, befriedigt werden, dann sagen die aus ihrer Subjektivität heraus, das tut wohl. Aber aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive der Freiheit, dann wird ersichtlich, dass auch dieses Wohltun nur ein subjektives Empfinden ist, tatsächlich aber nicht der Fall. Ihr erinnert euch an das Beispiel von Magandio, von dem Aussätzigen, ja, der hat ja alles Mögliche mit sich, mit seinem Körper gemacht, subjektiv gesagt, ja, das hat mir schon wohl getan, aber objektiv hat er einen Schmerz mit einem anderen bekämpft. Und das Spaghetti-Eis ist ein Schmerz, das ein anderer Schmerz einfach oder einen anderen Schmerz bekämpft. Also, nochmal, diese Berührung, diese Dukkha-Haftigkeit kann man aber nur erkennen, wenn man eine Erfahrung gemacht hat von jenseits davon.
Also wenn man einen inneren Zustand einmal erlebt hat, der frei ist von diesen äußeren Sinneskontakten und den man erfahren hat als inneren Frieden, als Ausgeglichenheit, als Stille, erst dann wird man tatsächlich einschätzen können oder realistisch einschätzen können, was der normale Sinneskontakt, das normale Befeuern unserer aufgerissenen Haut. Dazu braucht es entweder einen, ja, Buddha, der das von außen gesehen hat, oder wenigstens einen in der Mystik erfahrenen Menschen. Das kann auch jemand sein aus einem anderen religiösen Haus, der einmal die Erfahrung gemacht hat. Echt? Wie ein Weißbrück oder andere, die sagen: Hier lebet das Leben, steig über die Sinne. Solange du da drin bist, bist du die alte Kuh, die dauernd von irgendwelchen Tieren benachteiligt. So, dritte Nahrung. Beabsichtigen als Nahrung. Ich habe vorhin schon mal das Beispiel genannt. Wenn es hier zu warm ist, gehen wir raus an die frische Luft. Da wird es aber zu kalt, da gehen wir wieder rein. Soll heißen, dass in der normalen Wahrnehmungssituation immer irgendwas nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Das übliche Verfahren ist, wir überlegen uns, was kann ich denn tun, um diese erkennbare Form von Dukkha abzustellen? Das sind die Aktivitäten, die sich entwickeln. Also wir tun etwas, um vorgefundene Situationen zu verändern. Manosanchetana wird hier genannt, das geistige Beabsichtigen, weil alle Aktivität immer erstmal vom Geist ausgeht, der sagt, wo will ich hin? Und der Rest, der große Rest, Denken, Reden und Handeln orientiert sich an dem, was vom Geist ausgeht. Das kann man wollen nennen, das kann man beabsichtigen nennen, das kann man anstreben nennen, wie auch immer. Immer die Intention, eine als mangelhaft erlebte Situation zum Besseren hin zu verändern. Wollen ist also ein Grundbestreben des Menschen, das eigentlich Dukkha mindern soll. Ja? Wille taucht immer nur auf, wo etwas Negatives bewusst oder empfunden wird. Und Wille hat immer die Absicht oder immer das Ziel, das abzustellen. Soweit könnte man doch sagen, ist doch das Tun was Vernünftiges, weil es doch Dukkha angeht. Will es doch gerade beseitigen. Jetzt kommt der Buddha und sagt: Ja, schön gut, aber guckt mal genauer hin und ihr werdet feststellen, dass auch dieses Manuchan Sanchetana, dieses Anstreben, auch nichts anderes ist unterm Strich als Dukkha. Bleibt nichts übrig. Warum? Wieder ein Gleichnis. Und wie ist denn der Nahrungsstoff Denktätigkeit des Geistes zu verstehen? Gerade so, wie wenn da eine über Manneshöhe tiefe Kohlengrube angefüllt wäre mit glühenden, nicht mehr rauchenden Kohlen. Und es käme da ein Mann daher, der gerne leben möchte, der kein Verlangen hätte zu sterben, der an lustvollem Genuss hätte und leidvollem widerstrebte. Den nun packten zwei kräftige Männer bei den Armen und schleppten ihn in die Kohlengrube. Da wäre wohl weit ab des Mannes Denken, weit ab sein Wunsch, weit ab sein Verlangen. Und warum das? Es wäre dem Mann wohl bewusst, wenn ich in die Kohlengrube stürzen würde, erleide ich infolge davon Tod oder Schmerz, der zum Tode führt. Also, da ist eine Kohlengrube, die ist richtig glühend angeheizt und es besteht die Gefahr, dass man hineinstürzt. Jeder, der das sieht, hält sich erstmal zurück und sagt: Achtung, Lebensgefahr, nichts wie weg hier. Das ist das, was immer als automatischer Wille aufkommt. Bitte Dukkha nicht vermehren, sondern vermindern. Was kann ich tun, um da rauszukommen? Aber diese Absicht lässt sich unterm Strich überhaupt nicht verwirklichen. Warum? Ich bin nun einer, der nicht in die Kohlengrube will, aber da kommen zwei und sagen: Und da kommst du doch rein. Ich wehre mich, aber allein ist man immer schwächer als andere. Das Endergebnis ist, obwohl ich es nicht will und mich mit allen Kräften dagegen wehre, ich finde mich am Ende doch im Loch. Was heißt das? Das ist die Dukkha-Seite
von Anstreben, von Wollen, dass es unter dem Strich vergeblich ist. Wie gesagt, man kann hier rausgehen und wieder reingehen und hochgehen und nach Hause fahren, das kann man alles machen. Sozusagen im Klein-Klein kann man Situationen verändern, aber in der großen Linie ist jedes Handeln vergeblich, weil kein Anstreben zwei Dinge verhindern kann. Einmal, dass mein Leben zu Ende geht, ich meinen Leib ableben muss und hier verschwinden muss, tot bin, auch wenn ich es nicht will. Und das Zweite, dass ich ja im Daseinskreislauf, obwohl ich da oben hin will, notwendigerweise, wenn unbelehrt, da unten wieder landen werde. Und auch das ist systemimmanent bedingt, wenn jemand nicht durchschaut die Gesetzmäßigkeit dieser Existenz, also aus dieser inneren Blindheit immer das weiterverfolgt, was man immer schon gemacht hat, dann sind alle Aktivitäten, alle Willensanstrengungen nur für kurze Distanz, eventuell von Erfolg, nicht immer, aber unterm Strich absolut vergeblich. Weltliches, innersamsarisches Handeln führt nicht zu dem Ziel eines dauerhaften, ewigen, absoluten Friedens. Und damit hat das Handeln selbst Dukkha-Qualität. Es ist an sich mangelhaft, es ist untauglich, die existenziellen Probleme zu lösen. Vierte Nahrung. Das ist die schwierigste Nahrung. Das wird man am wenigsten so, wie man auch die Sache am schwierigsten versteht, das Gleichnis am schwierigsten versteht. Ich will es trotzdem probieren. Leben hat eine Eigenschaft, dass es immer weitergeht. Selbst wenn wir jetzt beschließen, ach, ich höre einfach auf. Ich habe genug, mach den Laden dicht, ich höre auf, wird man feststellen, geht doch weiter. Ja. Sagen wir doch unserem Herzen mal, du hast genug geschlagen jetzt, Wochenende rum, Abschluss, hören wir mal auf. Ja, das Herz macht das, was es will. Ja. Das ist Vinyana. Und wenn wir dem Ding da oben, dieser Kugel mal sagen, jetzt ist mal Ruhe. Ganzen Tag schon gedacht, jetzt ist mal Schluss. Nur für 5 Minuten, damit du mal Pause ist. Da gucken wir einfach mal zu. Wir lachen, das ist gar nicht zum Lachen, weil das macht sein Ding, das geht weiter. Das ist sozusagen die Dynamik der Existenz, die der Buddha Bewusstsein nennt, Vinyana nennt, das permanente Bewusstsein. Werden, das permanente sich fortsetzen des Erlebnisses von Ich und Welt und Agieren in der Welt und so weiter und so fort. Wenn wir nach Dukkha fragen, das ist ja unsere Orientierung, dann ist Vinyana nichts anderes als eine Vervielfältigungsmaschine von Dukkha. Vinyana ist das Fortsetzungsprogramm von Dukkha. Immer wieder neu, obwohl man alles Mögliche tut, um rauszukommen aus der Nummer. Passiert aber nicht. So, und jetzt kommt der Erwachte und sagt, guck, lass uns das mal angucken. Ich gebe euch ein Gleichnis, damit ihr verstehen könnt, was die Qualitäten von Vinyana ausmachen. Und wie ist denn der Nahrungsstoff Bewusstsein zu verstehen? Gerade so, wie wenn da die Leute einen verbrecherischen Räuber eingefangen hätten und dem König vorführen. Hier, Majestät, ist der verbrecherische Räuber. Verhänge über ihn die Strafe, die ihm gebührt. Daraufhin spräche der König, geht Leute und trefft den Mann um die Morgenzeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn um die Morgenzeit mit 100 Spießen. Und um die Mittagszeit spräche der König also, ihr Leute, wie geht es dem Mann? Noch ist er am Leben, Majestät. Daraufhin spräche der König, geht ihr Leute und trefft den Mann um die Mittagszeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn um die Mittagszeit mit 100 Spießen. Und um die Abendzeit spreche der König also, oh, wie geht's dem Mann? Und die Leute antworten, noch ist er am Leben. Daraufhin spreche der König also, geht ihr Leute und trefft den Mann um die Abendzeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn am Abend mit 100 Spießen.
Was haltet ihr davon, ihr Mönche? Würde wohl der Mann von 300 Spießen getroffen dadurch Schmerz und Qual empfinden? Klammer, Dukkha? Schon von einem einzigen Spieß getroffen würde dadurch Schmerz und Qual empfunden, geschweige denn von 300 Spießen getroffen. Das ist Vijnana. Aber was ist damit gemeint? Also Vijnana steht, ich sagte das, für die Gewohnheitsmuster der Existenz, für den Selbstlauf des Daseins, dass es immer weitergeht. Und es wird einmal gesagt, das ist wie ein Verbrecher. Was macht ein Verbrecher? Er tut schlimme Dinge, er richtet großen Schaden. Und was macht ein Räuber? Er nimmt den Menschen ihren Besitz. Er nimmt den Menschen ihre Ruhe und ihre Geborgenheit. Und was macht Vijnana? Es richtet auf Dauer, Klammer auf, bei unbelehrten Menschen, richtet auf Dauer nichts als Schaden an. Und Vijnana als Räuber nimmt den Menschen ihren Frieden, weil er sie immer wieder antreibt, immer wieder in das Dukkha-System hineinstößt, sie einfach nicht heraus. Jetzt aber kommt der König. Der König ist ja der Vertreter des Gesetzes in einem Land und der bestraft den Räuber. Das setzt ihn sozusagen fest. Und das gilt auch für Vijnana. Vijnana ist kein autonomes Phänomen, sondern Vijnana ist auch dem Gesetz unterworfen, aber dem Gesetz der Existenz. Vijnana ist ja auch ein bedingtes Phänomen und damit den Bedingungen des Daseins unterworfen. So, was passiert jetzt dem Verbrecher, dem Bösewicht? Seine bösen Taten kehren zu ihm als Strafe zurück. Der Verbrecher hat nur die eine Möglichkeit, wie er glaubt, zu Glück zu kommen. Das ist sein System des Verbrechens. Er meint, darüber kann ich zu Wohl kommen. Aber das ist eine falsche Einschätzung. Er wird nämlich geschnappt und statt des erwarteten Wohls, statt des erwünschten Glücks, erfährt er die Strafe. Er wird gepiesert. Und genau das ist es auch, was Vijnana ausmacht. Vijnana ist ja nichts anderes als der Suchlauf, der Wohl wünscht, es hier probiert, dort probiert, da probiert, aber nie zum Zug kommt. Und Vijnana, das permanente Aktivitäten auslöst, muss am Ende seine eigenen Aktivitäten karmisch sozusagen erleben. Das geht an die ganze Systematik zurück. So, das Schlimme dabei ist, der Räuber wird von 100 Spießen getroffen oder 300. Das tut immer weh. Das ist das manifeste Dukkha im Leben. Das Verrückte und Schlimme dabei ist, er kann nicht sterben, obwohl das extrem wehtut, eine extreme Qualen, wenn du immer wieder morgens, mittags und abends gepiesert wirst, kann dieser Räuber trotz seiner Qualen nicht sterben. Und genau dasselbe hat es auch mit Vijnana auf sich. Vijnana kann von sich aus nicht sterben, das heißt, es kann von sich aus nicht aufhören, weil es eine blinde Systematik ist, also eine blinde Energie ist, die gar nicht sich selbst erkennt und gar nicht selbst rauskommt. Und der letzte Aspekt, den ich erwähnen will, dieser Verbrecher wird ja mehrfach am Tag gespießt, ja, 300 Mal. Das heißt, seine Strafe setzt sich immer weiter fort, tut weh. Und die Mönche werden gefragt, ja, tut das weh insgesamt? Und sagen, natürlich ist das insgesamt qualvoll, aber jeder einzelne Stich tut schon weh. Gar nicht die 300 über 10 Jahre hinweg, sondern jeder einzelne Stoß mit einem Schwert oder Spieß tut schon weh. Heißt, nicht nur der Strom des Vijnana, die Fortsetzung dieses ganzen Lebensprozesses ist die Fortsetzung eines Leidensprozesses, sondern jeder einzelne geistige Akt, jedes einzelne Erfassen einer Erfahrung, eines Greifens nach einem geistigen Objekt, tut schon weh, obwohl man das gar nicht weiß. Und das wäre die Summe jetzt, die man ziehen kann in Bezug auf die vierte
Art von Ernährung. Das ist die Unsterblichkeit des Ernährungsvorganges selbst. Der ist aus sich heraus nicht in der Lage, sich zu beenden oder an ein Ziel zu kommen. Mit Ernährung, anders ausgesprochen, kann man nie in eine heile Situation kommen, weil, wie gesagt, der Prozess nicht dahin führen kann und der Prozess selbst unangenehm ist. Vijnana kann sich nicht selbst in Frage stellen. Vijnana ist ja eine Funktion der anderen vier Khandha. Vijnana sucht unverstanden immer seine Ziele nur im Bedingten und das höchste letzte Ziel kann einfach im Bedingten überhaupt nicht gefunden werden. Das letzte hatte ich schon gesagt, der Vijnana-Strom insgesamt ist eine Form von Dukkha und der einzelne Vijnana-Akt ist auch eine Form von Dukkha. Wenn ich den ganzen Vortrag jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen will, das kann man natürlich machen, würden die Sätze so lauten: Ernährung, der Ernährungsvorgang ist ein Grundzug der Existenz und Ernährung ist eine wesentliche Erscheinung von damit wir wieder am Anfang des Themas wären. Das war für heute der Vortrag.